Morgens, hier ist er wieder, euer Dutchman. Diesmal mit einem nachkommentierten Live-Video oder Live-Gameplay hier im Let's Showplay Minecraft. Ich habe die erste Fassung während des Gameplays kommentiert. Und das ist dann aber doch so deprimierend geworden, dass ich mir gedacht habe, nee, das musste nachkommentieren. Wir sind hier in der zuletzt gebauten Station südlich vom Horse and Shoe, wo wir unsere letzten Exkursion waren. Ich habe inzwischen ein paar Höhlen in der Gegend ausgeräumt und dann diesen Weg hier weiter nach Norden angelegt, denn über diesen Bergrücken hinüber kommen wir halt schön zu diesem Fluss, der uns dann auf das Meer führt, auf den Ozean, dessen Küste wir in der letzten Exkursionsfolge erkundet haben. Ja, also wie gesagt, der Originalkommentar, den ich hier während der Aufnahme heute eingesprochen habe, heute Vormittag, der war mir dann im Nachhinein doch zu depressiv. Den wollte ich euch einfach nicht zumuten. Ja, da hinten sehen wir die Minecart-Strecke, die zu der Insel mit dem Leuchtturm führt, die inzwischen komplett ausgebaut ist, mit Pfeilern versehen ist und uns weiterführt nach Lama Lama, also an den bekannten Teil der Welt angeschlossen ist inzwischen. Das schauen wir uns mal kurz an, denn wir sind ja hier auf YouTube und da muss man ja auch alles zeigen. Reicht ja nicht, wenn man drüber redet. Ja. Und das Video, was mir jetzt den Anstoß gegeben hat, den Kommentar jetzt nochmal neu einzusprechen, war vom guten Razer auf seinem Kanal Razertainment heute der Hashtag zum Sonntag mit dem Titel Zu alt für YouTube. Sehr gutes Video, sehr gute Idee und auch sehr schön entwickelt, das Thema in seiner Ansprache darüber, wie er da so drüber nachdenkt, was Alter und YouTube miteinander zu tun haben. Und ich habe da auch mal ein bisschen ausführlicher kommentiert, so mehr als die 3, 4 Wörter, die man sonst unter YouTube-Kommentaren sieht, habe ich also fast zu einem kleinen Rant da hinreißen lassen, mir also mal so ein bisschen die Zügel schießen lassen. Während wir hier weiter an der Küste entlang fahren, zu der Stelle, wo wir in der letzten Folge 615, ne, die Höhlenausräum-Session, die nachkommentierte. Na, das war hier die Stelle. Da gehen wir auch noch gleich nochmal hin und gucken. Ne, und dann erinnert ihr euch wieder daran. Ne. Also Razer und seinen Kommentar Razertainment habe ich auf Vidme kennengelernt. Obwohl Razer schon auf YouTube aktiv ist. Aber auf Vidme bin ich halt auf seinen Kanal und seine Inhalte gestoßen, insbesondere eben auf seine Laber-Videos oder Vlogs und speziell den Hashtag zum Sonntag. Und da Vidme ja seinen Betrieb eingestellt hat und Razer schon vorher seinen Betrieb auf Vidme eingestellt hat, habe ich ihn halt auf YouTube abonniert und schaue mir da seinen Hashtag zum Sonntag an, beziehungsweise höre den einfach auch häufig nebenher, wenn ich dann hier zum Beispiel in meiner Welt offline unterwegs bin, also ohne aufzunehmen oder teilweise sogar während ich hier einfach für eine Bausession aufnehme. Und das Thema heute war bei ihm eben zu alt für YouTube und da fühle ich mich natürlich angesprochen. Ne? Ich habe ja meinen Kanal seit 2006 und bin seit 2011, also knapp 7 Jahre jetzt hier ausgerechnet, auch noch als Minecraft-Let's Player unterwegs und was Mainstreamigeres bzw. veralteteres, gibt es ja heutzutage auf YouTube kaum mehr. Ne? Vor allen Dingen ein über 50-Jähriger, der Let's Plays macht auf YouTube, ist eigentlich sowieso schon ein Anachronismus für sich, aber ihr kennt mich, ihr wisst ja, mir war und ist das immer egal gewesen. Und zu alt für YouTube, der gute Razer scheint da auch ein bisschen mit dem Thema zu ringen, denn, sind wir mal ehrlich, die meistgesehenen Inhalte auf YouTube, das ist Kinderkram. Ne? Selbst wenn er von
20-30-Jährigen gemacht wird, ja, es ist Kinderkram für Pubertierende. Ja, dieses ständige Drama und was weiß ich nicht alles, was die da abziehen, für einen wirklich Erwachsenen ist das einfach uninteressant, vollkommen uninteressant. Und die Leute, für die es interessant ist, die sind einfach mal nicht erwachsen. Na, egal, was für ein Geburtsdatum in ihrem Personalausweis steht. Ich habe neulich mal bei Danny the Greek in seinen Livestream reingeguckt, habe Danny the Greek auch über VidMe kennengelernt, ist auch ein YouTuber, macht ja Meinungsvideos und so ein halbwegs regelmäßiges Format, den Tube Talk, wo er mit anderen Meinungstubern, KuchenTV, Teilzeitrektor und anderen sich über YouTube unterhält und in seinem Livestream eben ja, schaut er mit seiner Community einfach mal YouTube-Videos und reagiert darauf und spricht so ein bisschen darüber. Und in einem Livestream habe ich mal reingeguckt. Da ging es zu Anfang um Bitcoin. Ne, da hatten die gerade die, ich glaube, 10.000 Euro Marke geknackt. Oder waren es die 1.000 Euro mit ihrem Kurs? Weiß ich jetzt schon gar nicht mehr. Aber das versprach erstmal so ein bisschen interessant zu werden, so die ersten 5 Minuten. Aber dann ging es halt darum, einfach nur bei anderen YouTubern und eben meistens Assi-YouTubern, oder den typischen Kinderkram-YouTuber, was sich halt so in den Trends rumtreibt, da vorbeizuschauen und darüber zu reagieren und darauf zu reagieren. Und ich habe mir das mal wirklich eine Stunde lang gegeben, obwohl es mich eigentlich schon nach 5 Sekunden gelangweilt hat. Aber ich wollte einfach mal sehen, wie er und ob er damit irgendwie umgeht und seine Community, die Zuschauer, da vielleicht irgendwie genauso gelangweilt sind wie ich. Und nee, waren sie nicht. Ne, die waren, haben sich eine Stunde lang blendend damit unterhalten, Assi-YouTuber zu schauen. Und da muss ich mich fragen, Momentchen mal, was ist dann eigentlich an dieser YouTube-Kritik und an diesen Meinungs-YouTubern dran, wenn sie im Endeffekt auf einem vielleicht etwas anderen Niveau, aber auch nicht allzu sehr, viel anderes machen als genau das, was sie eben kritisieren. Ich meine, klar, natürlich lebt die YouTube-Kritikszene von den Assi-YouTubern. Ne? Genauso wie die Boulevardpresse von A, B, C und den neuerdings auch Y-Prominenten lebt. Ne? Aber deswegen ist mir YouTube-Kritik auch auf Dauer zu langweilig und gibt mir zu wenig. Ne? Kanäle wie Ultralativ zum Beispiel, die Jungs, die feiere ich, da ist auch immer wieder genug Abwechslung im Inhalt drin, auch wenn sie natürlich notgedrungen, möchte ich fast sagen, immer wieder über die Assi-YouTuber herziehen müssen, aber Ultralativ zum Beispiel bringt ja in seinem Thumbnail der Woche auch immer positive Beispiele, Entschuldigung, wie es anders geht und die Art, wie sie es machen, das ist zum Beispiel eben immer wieder interessant für mich. Ne? Auch ihre Podcasts oder andere Podcasts, wie zum Beispiel Kack- und Sachgeschichten, finde ich auch immer wieder interessant. Und jedenfalls nicht nach 5 Sekunden langweilig, wie die 20. Ansage und der 30. Beef und irgendein Real Talk-Video von einem Pubertierenden, auch wenn der vielleicht schon den 30. Geburtstag gefeiert hat. Denn das ist, finde ich, so eine Sache, die man beim Thema zu alt für YouTube im Hinterkopf behalten muss. Alt heißt noch lange nicht erwachsen. Na, es gibt, und gerade auf YouTube, viele 20-, 30-, 40-Jährige, die eigentlich noch in der Pubertät stecken. In dem Sinne, dass sie nämlich denken, die Welt dreht sich um sie und sie seien irgendwie wichtig. Das ist nämlich meiner Meinung nach eins der wesentlichen Dinge am wirklich Erwachsenwerden, dass man sich selbst und die Welt einfach nicht mehr so wichtig nimmt. Ja, man hat einfach gelernt und oft genug mitgekriegt, dass sich nicht wirklich was Wesentliches ändert und dass sich die ganze Aufregung, das ganze Drama eigentlich nicht lohnt. Und wenn man Glück hat, hat man inzwischen ein paar Sachen gefunden, die einem wesentlich wichtiger sind und wesentlich mehr bringen,
als dieses ganze pubertäre Rumgehampel hier auf YouTube. Von daher müsste es eigentlich nicht heißen, müsste ist die Fragestellung zu alt für YouTube eigentlich schon falsch. Ich meine, natürlich gibt es ältere YouTuber und auch wesentlich ältere YouTuber als mich und wesentlich ältere YouTuber als mich, Let's Player als mich, ne? Opa Zock zum Beispiel, bekanntestes Beispiel die Marmeladenoma und, ne? Da gibt es garantiert mal eine ganze Reihe von Beispielen. Oder auch zum Beispiel eben die EEP-Szene auf YouTube. Ja, das sind auch alles Männer im gestandenen Alter, richtige Erwachsene, nicht so eine Pseudo-Erwachsenen, die doch noch in der Pubertät stecken. Wie so ein, weiß ich nicht, 30-jähriger Aporett oder sonst was in der Schiene. Ja, die haben einfach für sich herausgefunden, was ihnen wichtig ist, was ihnen Spaß macht und das machen sie und kümmern sich einfach mal einen Scheißdreck darum, was der Rest der Welt davon hält. Und das ist, finde ich, eine der wichtigen Sachen am Erwachsenwerden, dass man erstens sich selber nicht mehr so ernst und nicht so wichtig nimmt, vieles andere einfach nicht mehr ernst und wichtig nimmt, weil man es gelernt hat, dass wenig wirklich wichtig ist und man einfach auch gelernt hat, weil man überhaupt etwas hat, was für einen selber wichtig ist und sich darum kümmert, anstatt irgendeinen Scheiß darauf zu geben, was andere meinen für wichtig halten zu müssen. Ja. Und dass man ja von dem Trip runter ist, dass sich die Welt um einen dreht. Ja. Das ist ja nur gerade in diesen Zeiten von Social Media, ne, wo jeder seine 15 Minuten Fame kriegen soll, kann, wie auch immer, so ein Ding. Und ich glaube, ich habe jetzt hier 35 Minuten rund aufgenommen. Ich schaue mal, wie lange ich noch Zeit habe, hier zu quatschen. Okay, gut, 10 Minuten haben wir jetzt rum. Ist ja noch einiges an Zeit. Nee, also von daher ist die Frage zu alt für YouTube eigentlich vollkommen falsch gestellt. Ne? Man kann die Frage nämlich auch umdrehen. Ist YouTube eigentlich alt genug für mich? Und das, die Antwort, da heißt dann die Antwort in vielen Fällen einfach, nein. YouTube ist bei weitem nicht alt genug, nicht reif genug für mich. YouTube ist ein pubertärer Kinderzirkus. Punkt. Ja. Das mag euch vielleicht jetzt wehtun, aber ich habe einfach mal 20 Jahre Vorsprung, Leute. Ja, ich bin über 50. Ja, so alt müsst ihr erst mal werden. Ja, und in der heutigen Zeit, gerade mit den Sachen, mit denen ihr euch heute beschäftigt, sprich Social Media und YouTube und was halt euren Alltag prägt, sehe ich wenig Chancen für euch. Jedenfalls weniger als für mich, dass ihr wirklich zu diesem Erwachsensein, was ich meine, zu dieser Reife heranreift. Nämlich wirklich einen Scheiß drauf zu geben, was andere für wichtig halten und sich auf das konzentrieren, was man selber für wichtig hält. Und zwar um seiner selbst willen. Also, weil es für mich wichtig ist, nicht weil es vielleicht für andere wichtig ist oder sein könnte. Ja, was andere davon halten, dass ich zum Beispiel hier immer noch mit über 50 Minecraft Let's Play und dann auch noch Vanilla Minecraft, also ohne irgendwelche Mods, kein Life in the Woods, nix, nein, einfach simples Vanilla Minecraft. Ja, einfach das im Prinzip stupideste und langweiligste, was es gibt. Ja. Ich gebe da ja ehrlich gesagt einen Scheißdreck drauf und zwar schon seit 7 Jahren. Also, pff, ich habe da nichts zu beweisen. Irgendjemandem was zu beweisen. Natürlich ist mir klar, dass man damit keine großen Zuschauermassen auf YouTube zieht. Natürlich. Und ich bin ehrlich, ich kämpfe da auch mit. Ne? Das war so Thema des Originalkommentars. Aber Razer, danke da ganz besonders für dein Video. Du hast mich da
aus einem kleinen Loch rausgeholt. Ja. Denn der Originalkommentar wirklich. Gottes Willen, ey. Da war ich in so einem richtig kleinen schwarzen Loch drin, was YouTube angeht, und bin froh, dass ich euch das ersparen kann. Nee, die Frage ist nicht, bin ich zu alt für YouTube, sondern ist YouTube reif genug, alt und reif genug für mich? Und das ist es definitiv nicht. Ja, guckt euch YouTube, gerade besonders YouTube Deutschland, heute einfach mal an. Ja, die größten Kanäle, was wird am meisten geschaut? Und das ist einfach pubertärer Kinderkram. Und womit beschäftigt sich dann die niveauvollere YouTube-Kritik mit eben genau diesem Kinderkram? Aha. Ich meine, nichts gegen Klänglern und der Haider und Danny the Greek und wie sie alle heißen, aber sorry, auf den Scheiß, der auf YouTube in den Trends ist, da verschwendet man doch bitte nicht mehr als 60 Sekunden. Ja, wie kann man darauf mehr als eine Minute verschwenden? Nur wenn man was hat, was nicht interessanter ist, ist erstmal der naheliegende Schluss. Ja, und ich meine, ich brauche nur den Kopf nach rechts zu drehen, auf meine Bücherwand zu gucken. Da finde ich mehr für mich interessante und relevante Inhalte als auf den 1000 größten deutschen YouTube-Kanälen. Und die meisten internationalen können wir noch mit dazu nehmen. Ja, obwohl ich die meisten Bücher, die ich habe, schon mehrfach gelesen habe, habe ich mehr davon, einfach in dieses Bücherregal reinzugreifen, mir da irgendetwas rauszuholen, als mir fast irgendein Video aus den Trends anzugucken. Selbst Klängern und Haider, ja, oder Danny the Greek oder sonst. Ultralativ mal abgesehen, die fassen sich in ihrem Thumbnail der Woche ja natürlich auch erfreulich kurz immer wieder, ne? Aber alles andere, ja, wie gesagt, ich habe hier einfach in armes Reichweite auf einen Handgriff entfernt Sachen, die interessanter sind für mich. Warum soll ich mich also irgendwie um YouTube kümmern? Und das gilt für andere Leute in meinem Alter natürlich genauso. No? Und ja, fuck Leute, nehmt YouTube einfach nicht so ernst. YouTube ist bei Gott nicht die Welt, und lernt das endlich und kriegt das endlich mit und werdet endlich erwachsen. Kommt aus dieser Scheiß-Pubertät raus. Ja? Die Sache ist die, eine andere Beobachtung, über die ich ja schon im letzten Video gesprochen habe, ne, Stichwort Leben wir in einem neuen Mittelalter, ist ja so meine persönliche Beobachtung, dass sich auch ältere, in Anführungsstrichen, Leute, also Erwachsene im mittleren Alter, so 30, 40 Jahre, dass sich die immer mehr wie Jugendliche kleiden und geben. Ja? Guck dir mal heute einen 15-, 20-Jährigen an und einen 30, 35, 40-Jährigen. Die unterscheiden sich nicht viel von den Klamotten. Ja, T-Shirt und labbrige Hosen und Sneaker und eine Basecap. Die unterscheiden sich nicht viel in ihrem Lifestyle, leben vielleicht mit Freunden. Newton, eine oder andere hat vielleicht schon Kind und Familie zu Hause. Viele wurschteln sich einfach so durch. Ja, gut, mit 20 ist das noch okay, aber mit 30, 40, sollte man vielleicht schon ein bisschen vorangekommen sein im Leben. War jedenfalls zu meiner Generation so der Standpunkt. Und die allgemeine Meinung. Ja. Aber die hören genau dieselbe Musik wie Jugendliche heutzutage, 30, 40-Jährige, dieselbe Musik wie 15, 20-Jährige. Die haben dieselben Hobbys, die spielen dieselben Spiele, die gucken dieselben Filme und Serien. Da gibt es keinen großen Unterschied mehr. Ja, die 30, 40-Jährigen von heute sind einfach noch Pubertierende, 15, 20-Jährige, finde ich. Und das ist jetzt klar hart ausgedrückt, aber es ist mir auch scheißegal, weil, sei mal ehrlich, interessiert doch keinen. Ja, dass jetzt diese knallharte, provokante These einfach mal viral geht, weil sie die Leute beschäftigt und in ihrem Denken erschüttert, ja, und den Zeitgeist mal ein bisschen bei der Kehle packt und auf den Kopf stellt, Blödsinn. Ja, und selbst wenn, ja, der Hype dauert dann vielleicht eine Woche und dann ist die Geschichte durch. Also, was soll das? Ja.
Ja, da kann ich also hier einfach mal frei von der Leber wegreden und dem Groll in mir einfach mal die Zügel schießen lassen. Und eigentlich als richtiger YouTuber müsste ich euch jungen Spunden diese Redensart auch erklären, aber scheißegal, googelt es, versteht es oder lasst es eben sein. Ja, nee. Also einfach mal dickes Danke hier an Razer, dass er mich da so an der richtigen Stelle gepiekst hat, dass jetzt so der Groll aus mir rauskommt und ich doch in einer insgesamt wesentlich positiveren Stimmung bin. Wenn es auch eine, eher eine leck mich am Arsch Stimmung ist. Aber naja, nee, also zu alt für YouTube? Nee, um Gottes Willen, bloß nicht. Und das hat auch mit der Technik nichts zu tun. Ja, ich habe in den 90ern einen potenziellen Schwiegervater gehabt. Ich sehe schon wieder bei euch die Lichter ausgehen. Also, ich kannte in den 90ern, na, vor richtig 25, 30 Jahren, einen 70-Jährigen. Der war schon eine Zeit lang Rentner, richtig. War technisch nicht irgendwie vorbelastet, hat mit Elektronik, Computern nie was am Hut gehabt. Und er hat angefangen, sich selber Datenbankprogrammierung beizubringen. So ziemlich das Komplexeste, was man machen kann, bevor es das Internet gab. Ja, für die Spezies unter euch, DBase 4 hat er sich selber beigebracht und damit eben Anwendungen entwickelt. Mit über 70. Ja, also Technik ist da kein Hindernis. Oder, ja, guckt euch die EEP-Szene an. Ja, da sind auch zu einem großen Teil alles gestandene, erwachsene Herren, Männer, ja, meistens im Rentenalter, also über 60, 70, die sich einfach als Hobby, aus Leidenschaft, weil es ihnen verdammt nochmal Spaß macht, mit Technik auseinandersetzen, nämlich auf dem PC virtuelle Modelleisenbahnen bauen und da rumprogrammieren und alles Mögliche. Einige fangen dann sogar an, 3D-Modelle zu konstruieren. Ne? Also die richtig harten Sachen. Ne? Alles einfach aus Spaß. Und die Technik ist absolut kein Hindernis, sondern die Motivation, die braucht's. Ja? Wenn ein alter Mensch sich nicht mit Technik beschäftigt, dann einfach, weil diese Technik ihm nichts bietet, was ihm wichtig ist. Ja, wenn deine Mutter nicht mit WhatsApp klarkommen will und nicht mit dem Smartphone klarkommen will, dann einfach, weil ihr das Smartphone nichts bringt. Ja, und für dich ist es vielleicht das A und O und das Überlebenswerkzeug überhaupt. Ja, aber für jemanden, der für seine Alltagsprobleme einfach andere Lösungen schon kennt und die funktionieren, der interessiert sich einfach nicht für ein Smartphone. Er braucht das nicht. Ja? Und auch ich bin zum Beispiel, entschuldigt, nicht auf Facebook und Instagram und sonstigen Social Media unterwegs, weil mir diese Sachen einfach nichts geben. Und ich habe auch kein Smartphone, zum einen aus dem Grund, weil ich einfach verdammt nochmal nicht zulassen will, dass mich jeder gottverdammte Idiot auf dieser Welt einfach dazu veranlassen kann, mir in die Hosentasche zu greifen und zu gucken, was er denn jetzt zu sagen hat. Nee. Ja. Wer mir was sagen will, der soll gefälligst dafür sorgen, dass es was Wichtiges ist, dass es mich interessiert. Ja. Und wenn überhaupt, dann bestimme ich darüber, ob ich mir das angucke, was er zu sagen hat und nicht er. Ja. Guckt euch doch mal selber an. Ja, wenn sobald das Smartphone zuckt, wird reflexmäßig danach gegriffen und raufgeguckt. Ja. Sobald euer Geist irgendwie im Leerlauf ist, wird das Smartphone gezückt und raufgeguckt. Ihr könnt euch ja noch nicht mal richtig langweilen. Und das ist so eine, noch eine andere These, auf die ich aufmerksam geworden bin und was auch mit eins der Grundübel ist, denke ich, für heute und was so schnell halt nicht abgeschafft werden kann. Und ich habe auch einen TED-Talk zu dem Thema gefunden, nämlich
ihr könnt euch gar nicht mehr richtig langweilen. Ihr wisst gar nicht mehr, oder die junge Generation, Halleluja, einmal mit der Klischeeklatsche richtig rauf, ja? Die Jugend heutzutage, ja, ihr könnt euch noch nicht mal richtig langweilen, ihr Schwachmaten, ihr armseligen Arschlöcher. Noch nicht mal richtig langweilen könnt ihr euch. Ja? Weil sobald irgendwie Leerlauf droht, zack, Smartphone gezückt, ne, und das Hirn erhält so, das brennt so auf Minimalflamme weiter. Bloß nicht langweilen. Weil Langeweile, sind wir mal ehrlich, jeder, der es kennengelernt hat, der weiß es. Jeder, der wirklich mal auf Ideen gekommen ist, der weiß, dass er nur auf diese Ideen gekommen ist, weil er sich mal richtig gelangweilt hat und alles andere besser war als diese Langeweile. Man ist auf die bescheuertsten Ideen gekommen, man hat die schrägsten Sachen ausprobiert, einfach nur, um sich nicht zu langweilen. Deswegen ist man darauf gekommen, die krudesten Sachen auszuprobieren und alles, alles, wirklich alles war besser, als sich zu langweilen. Ja? Diese Drohung, die gibt's heute nicht mehr. Ihr könnt euch einfach nicht mehr langweilen mit eurem Smartphone. Weil da ist immer genug los, um euren Geist so auf Minimalflamme aktiv zu halten. Und ihr kennt gar nicht eben diese wirklich schreckliche Drohung, sich zu langweilen. Ihr wisst gar nicht, was richtige Langeweile ist. Ja? Ihr kommt euch vielleicht gelangweilt vor, aber ihr habt bei weitem keine Langeweile erfahren. Stellt euch einfach mal einen leeren Raum vor mit nichts drin, ohne WLAN-Empfang, ohne Smartphone. Ja, dann ist dir nach 5 Minuten langweilig und nach 10 Minuten ist dein Hirn einfach aus blanker Not einfach sich irgendwie zu beschäftigen, kommst du auf Ideen. Auf wirre Ideen, verrückte Ideen, ohne Zweifel. Aber Ideen, gottverdammte Ideen. Du wirst kreativ. Einfach nur aus Horror vor richtiger Langeweile. Ja? Und mit dem Smartphone gibt's keine Langeweile mehr. Und damit eben auch nicht diese aus der Not geborene Kreativität. Warum sollst du kreativ sein? Warum soll dein Hirn irgendwie anfangen, von sich aus irgendwas zu tun, ja, wenn du es mit einem Griff zum Smartphone ruhig stellen kannst? Ne, wie so ein Baby, dem man zack den Schnuller ins Maul drückt und das daran dann erstmal zufrieden rumnuckeln kann. Ja, genau das machst du mit dem Smartphone, mit deinem Gehirn, indem du eben einfach mal checkst, was ist denn bei Facebook los, was ist bei Snapchat los. Ist ja immer wieder genug da, wo man gucken kann und es ist gerade genug, um deinen Geist so beschäftigt zu halten, dass er eben nicht in dieses Horrortal echter Langeweile abtauchen kann. Ja? Und das Blöde ist, er wird dann eben auch nie von diesem Horror angetrieben, wirklich was Kreatives zu machen. Interessante These. Und den TED-Talk werde ich euch mal verlinken, ne? Genauso wie Razers Hashtag zum Sonntag mit dem Thema zu alt für YouTube, dass ihr euch die beiden Videos mal angucken könnt. Das ist nämlich wirklich, der TED-Talk ist von einer jungen Dame, glaube ich gerade 18, ja, die sagt, sie hat nie in ihrem Leben ein Smartphone gehabt und ihr erstes Mobiltelefon, also so eins zum Aufklappen, was eben gerade mal SMS und Telefon kann, hat sie bekommen, als sie in die Oberschule gegangen ist, weil es da wohl einfach notwendig war. Aber in der Zeit vorher hatte sie halt kein Telefon und hat sich eben richtig manchmal gelangweilt, weil sie auch sonst nicht viel Krempel bekommen hat, mit dem sie beschäftigt wurde oder sich beschäftigen konnte. Und dann eben einfach aus dieser Not heraus sich zu beschäftigen, ist sie eben wirklich kreativ geworden. Ja, und das hat sie halt auch geprägt. Und wir sind hier jetzt angekommen in What the Fuck, einem NPC-Dorf, ne, das wir schon vor einer ganzen Weile entdeckt haben und ausgebaut haben, als wir so uns in der Gegend um Dunwich und in den Blue Mountain
rumgetragen, rumgetrieben haben. Also so etwa 100, 150 Folgen ist das, glaube ich, her, dass wir da in der Ecke waren. Und ich warte jetzt hier einfach mal darauf, dass der ganze Lehm durchbrennt und ich schlafen kann. Ja, also Thema zu alt für YouTube. Ha, Blödsinn, falsche Frage. Ja. Sondern die Frage müsste vielmehr heißen, ist YouTube reif genug für mich? Ist YouTube alt genug für mich? Und die Antwort ist einfach nein. Ne? YouTube ist ein pubertärer Kinderzirkus. Also, dass man sich zu alt für YouTube vorkommt, ist ein Zeichen geistiger Reife. Ja, da sollte man sich auf die Schulter klopfen und sagen, Hurra, ich werde endlich erwachsen. So sollte man sehen. Genau. Ha, jetzt habe ich's. Ja, wenn man sich zu alt für YouTube fühlt, wenn YouTube einem vorkommt wie ein pubertärer Kindergarten und man einfach ums Verrecken sich nicht mehr mit dieser Scheiße beschäftigen will, dann ist das ein Zeichen dafür, dass man erwachsen wird, reif wird. Ja, so sollte man sehen. Ja, verdammt. Sucht doch nicht immer die Schuld bei euch selber. Ja. Beziehungsweise, ja, gebt einfach mal YouTube die Schuld. Macht man doch sonst auch, ne? YouTube funktioniert nicht richtig, von wegen Demonetarisierung und Pipapo. Ist doch sowieso in, auf YouTube zu schimpfen. Also, warum nicht einfach sagen, hey, YouTube, das ist einfach ein pubertärer Kindergarten und dass du so empfindest, ist einfach ein Zeichen dafür, dass du erwachsen bist, dass du einfach mit dieser pubertären Kinderscheiße, wie man sie in den Trends findet, wie sie die großen Kanäle machen, die erfolgreichen YouTuber machen, dieser pubertären Kinderscheiße, dass du damit einfach nichts mehr anfangen kannst. Das ist ein Zeichen geistiger Reife, Leute. Ha? Und da sollte man sich selber auf die Schulter klopfen und nicht verzweifelt fragen, ob mit einem selber was nicht stimmt. Ja. Als ob die Welt nur aus YouTube besteht, um Gottes Willen. Ja. Es gibt mehr als genug interessante Sachen außerhalb von YouTube. Brauche ich euch ja eigentlich nicht zu erzählen, aber ich habe so das Gefühl, den jungen Menschen von heute muss man das erzählen. Ne? Klar, YouTube, Social Media sind halt immer nur ein Handgriff entfernt. Ne? Handy aus Hosentasche, fertig ist die Laube. Und an die richtig guten Sachen kommt ihr gar nicht erst ran. Ihr ahnt gar nicht, was ihr alles verpasst, Leute. Ihr ahnt gar nicht. Ihr habt nicht den blassesten Schimmer. Ihr habt nicht den Hauch einer Ahnung, was die Welt euch zu bieten hat. Das ist eigentlich schade. Das ist eigentlich fürchterlich traurig. Ja? Und wie gesagt, ich habe ja im Let's Showplay auch immer wieder mal drüber gesprochen und Sachen angerissen. Ne? Wir haben gesprochen über Singing in the Rain zum Beispiel. Wir haben gesprochen über Klassiker der Abenteuerliteratur für junge Menschen. Das sind alles Sachen, die junge Leute ja heute nicht mehr kennen. Ja? Und sie sind aber für jeden greifbar. Ich meine, es gibt überall Stadtbibliotheken, wo man hingehen kann und Zugriff auf die Sachen hat. Und da gibt es noch Welten. Welten mehr als YouTube euch je bieten kann, als das Internet euch je bieten kann. Ja, und wie gesagt, viel, viel besseren Stoff als Mann, ey, selbst ihr feiert Sachen wie hier Marvel Cinematic Universe und Star Wars und Star Trek und so weiter. Leute, das ist alles nichts. Verdammt wenig gegen das, was ihr in der nächsten Bibliothek findet. Aha. Es tut mir jetzt fast weh, jeden Star Wars und Star Trek-Fan da irgendwie auf die Füße treten zu müssen. Aber ja, mein Bücherregal hat mindestens ein Dutzend Mal mehr so geilen Stoff. Und ihr beschränkt euch da einfach auf so wenig. Es ist einfach schade. Aber es ist euer Leben, es ist eure Jugend. Ja, es ist eure Zukunft. Ja? Ich bin ein alter Knacker mit meinen über 50 Jahren.
Rauche seit meinem 16. Lebensjahr, habe also vielleicht noch 20, 30, 40 Jahre vor mir. Die sitze ich auf einer Arschbacke ab. Ja? Und ich habe einfach nicht mehr genug Zeit, mich zu langweilen und auf Sachen, die mich nicht interessieren, auch nur mehr als 5 Sekunden zu verschwenden. Ja? Ich habe einfach nicht die Zeit. Ja? Verdammt. Ihr habt sie noch, aber es ist halt eure Zeit. Macht damit, was ihr wollt. Ach, nee, Leute. Ach, ja. Jedenfalls, ach, habe ich mir mal was von der Leber weggeredet. Aber egal. Ja, wird schon nichts passieren. Und selbst wenn was passiert, scheißegal, wird nichts passieren. Ja. Mir geht es jedenfalls besser. Das freut mich. Das freut hoffentlich auch euch. Und ja, danke an Razer und an die junge Dame mit ihrem TED-Vortrag. Ich werde es euch nochmal in der Videobeschreibung verlinken und auch einfach mal hier in den Abspann, in die Endcard reinhauen, damit ihr es auch ganz bequem habt, darauf zu klicken. Und ja, wenn vielleicht jemand auf dieses Video aufmerksam wird, Halleluja, jetzt ist das Bild zu Ende und ich will trotzdem noch weiterreden. Naja. Was soll ich euch sagen? Wenn man irgendwie sonst mal in einem Livestream oder sonst wie darüber reden will, soll, kann, will, schreibt mich an. Ne? YouTube, man muss ja alles sagen. Ne? Egal. Bis zum nächsten Mal. Bleibt mir treu, bleibt mir gewogen. Empfehlt mich weiter. Adieu mit Ö.